Die Idee der Staatssicherheit war von Anfang an, also von ihrer Gründung im Februar 1950 an, ein Instrument der SED. Das heißt, sie hat sich selbst auch als Schild und Schwert der SED bezeichnet. Es war also eine Geheimpolizei mit vielfältigen Aufgaben, die weit über das hinausgingen, was Geheimdienste heute an Aufgaben haben. Sie konnte geheime Wohnungsdurchsuchungen durchführen, sie konnte die Post kontrollieren lassen, sie konnte mit Videos Räume beobachten, sie konnte die Menschen auch vorladen und im schlimmsten Fall konnte die Staatssicherheit der DDR Menschen in eigenen Untersuchungshaftanstalten inhaftieren oder festhalten. Und in der Regel wurden auch die für die Urteilsfindung ganz konkrete Vorschläge gemacht, den Staatsanwaltschaften und den Richtern, an die sich in der Regel auch gehalten wurde. Sind Sie? Ja. Sie sind aus der Untersuchungshaft vorgeführt? Ja. Nehmen Sie Platz. Es gab 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter, das heißt also Mitarbeiter, die fest angestellt waren beim Ministerium für Staatssicherheit, dort in einem quasi militärischen Dienst oder in einem militärischen Dienstverhältnis auch standen. Dazu gab es rund 174.000 inoffizielle Mitarbeiter. Die Hauptverwaltung Aufklärung, also die Auslandsspionage des Ministeriums für Staatssicherheit, führte darüber hinaus noch etwa, das kann man so grob mal sagen, 15.000 inoffizielle Mitarbeiter. Inoffizielle Mitarbeiter, das heißt, das waren Mitarbeiter, die sich selbst geheim zur Zusammenarbeit verpflichtet haben, die dem Ministerium für Staatssicherheit heimlich Informationen lieferten, ohne dass irgendjemand wusste, selbst die inoffiziellen Mitarbeiter untereinander wussten das nicht, dass sie der Staatssicherheit Informationen lieferten. Es war sehr klar, dass die Grenze mit den Selbstschussautomaten und Selbstschussanlagen gesichert war, dass es dort Minen gab. All das war für die internationale Reputation der DDR schon schwer genug. Wenn darüber hinaus noch deutlich gewesen wäre, mit welch brutalen Methoden, vielleicht im Vergleich zu anderen Diktaturen, brutalste Foltermethoden, körperliche Foltermethoden, die DDR agiert hätte, wäre die internationale Anerkennung in den Keller gerutscht. Und das führte dazu, dass man versuchte, immer mehr verdeckt zu arbeiten. Das heißt, dass man Einzelpersonen, Personengruppen eben nicht mit Gewalt mehr zersprengte oder außer Kraft setzte, sondern dass man versuchte, die Menschen unglaubwürdig zu machen, ihre beruflichen Leistungen in irgendeiner Form, also es nannte sich in einer speziellen Richtlinie, die es dafür gab, eine Zersetzungsrichtlinie, nannte sich das Desorganisieren von Gruppen, Organisation beruflicher Misserfolge, die Integrität der Person infrage stellen durch bestimmte Maßnahmen. Dazu waren übrigens die inoffiziellen Mitarbeiter eine ganz wichtige Waffe, um solche Zersetzungsmaßnahmen durchzuführen. Die Motive waren sehr vielfältig. Das reichte von Überzeugung. Allerdings muss man dazu sagen, auch durchaus von Überzeugung unter falschen Voraussetzungen. Also es konnte durchaus ein Jugendlicher sein, der vom Ministerium für Staatssicherheit als inoffizieller Mitarbeiter gewonnen wurde, unter der Legende, wir wissen von Mitschülern von dir, dass die einen Fluchtversuch planen und wir alle wissen, wie gefährlich das ist. Da kann denen wirklich ganz viel passieren. Du solltest uns vielleicht unterstützen, indem du uns mit Informationen versiehst, damit wir deine Schulkameraden von dieser Dummheit in irgendeiner Form auch abhalten können. Es gab bestimmte materielle Vergünstigungen. Man kam vielleicht auch schneller mal an eine Wohnung oder an einen PKW oder an eine Ferienreise, wenn man mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenarbeitete. Es gab natürlich auch den ganzen Bereich der Erpressung, Menschen unter Druck zu setzen, indem man zum Beispiel schulische Misserfolge androhte im Falle der Nicht-Zusammenarbeit. Dass von der Staatssicherheit, muss schon sagen, auf brutale Weise von seiner Mutter isoliert worden ist, die aus der Haft in die Bundesrepublik freigekauft worden ist und von dort aus versuchte, ihre Kinder nachzuholen. Man wollte nun ein Exempel statuieren und hat sämtliche Kontakte zwischen der Mutter und diesem Kind unterbunden und kontrolliert, mögliche Kontaktwege. Dieses Mädchen war vollkommen vereinsamt, fühlte sich natürlich verlassen von der Mutter, weil die Informationen, die ihr zugespielt worden sind, waren, dass sie sich nicht mehr, die Mutter sich nicht interessiere, würde nur ihr eigenes Ding machen wollen. Sie war in einem Kinderheim und hat sich dort sehr stark angepasst, hat sehr viel Zuspruch auch gefunden in der FDJ und
ist dort ein sehr angepasstes Kind geworden. Und dann auch einerseits, um sie zu kontrollieren, andererseits, um diese Motivation, die sie hatte, zum Schutz des Sozialismus zu nutzen, hat man sie als inoffizielle Mitarbeiterin geworben. Und sie hat dann bis zu ihrem 24., 25. Lebensjahr auch berichtet. Es gab sehr viele Menschen, die Nein gesagt haben, und zwar durch alle Schichten der Angesprochenen, bis hin auch in die SED hinein, die gesagt haben, also bitte verlangt mir das nicht ab, dass ich über Freunde, über Arbeitskollegen oder ähnliches Informationen heimlich liefere. Ein Schüler in einer Schule in meinetwegen Karl-Marx-Stadt, der plötzlich aus dem Schulunterricht gezogen wird, in einen Raum geführt wird und da kommen zwei Herren von der Staatssicherheit und reden mit ihm, ist da natürlich in einer ganz anderen Situation. Ist da viel einsamer, ist da viel alleiner, steht da wirklich relativ verzweifelt vor der Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Der Aktenumfang ist gewaltig. Man kann sagen, es sind fast 160 laufende Kilometer an Akten, also so aneinandergestellt, erhalten. Wir haben rund 16.000 Säcke sichern können mit sogenannten vorvernichteten Unterlagen, das heißt Unterlagen, die grob zerrissen worden sind, die man gar nicht mehr ganz zerstören konnte, dadurch, dass die Reißwölfe gar nicht mehr funktionierten bei diesem massiven Materialanfall. Wir wissen heute auch von den vielen Menschen, die Akteneinsicht genommen haben, dass die Fakten, die die Staatssicherheit gesammelt hat, also Auskünfte über beteiligte Personen, über Daten, über Ereignisorte, sehr präzise stimmen. Alles, was darüber hinausgeht, nämlich der Bereich der Wertung, wie wird das eingeordnet? Ich sagte auch schon die Sprache, die Bezeichnung der Menschen. Das ist natürlich dann ein Bereich der ideologisch geprägten Stasi-Sprache auch, den man mit großer Vorsicht behandeln muss. Man sah, dass Schornsteine rauchten, dass Kisten zusammengefahren wurden, dass Transporter hin und her eilten. Man ahnte, die versuchen, Materialien zu vernichten. Man versuchte also, die Vernichtung der Stasi-Unterlagen zu verhindern, indem mutige Bürger, muss man so sagen, zu dem Zeitpunkt an die Türen pochte, zusammen dann mit Volkspolizei, Staatsanwaltschaft die Räume besetzte, Räume versiegelte und unter Kontrolle von Bürgerkomitees und dann auch speziellen Gruppen des Runden Tisches später stellte. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich, dass die Stasi-Unterlagen ja kein Quell der Schande sind, sondern primär deutlich machen, wie groß das Potenzial an Nichtanpassung, Nichtloyalität dem Staat gegenüber war und wie groß auch, wie stark sich auch der Staat dieser Tatsache jederzeit bewusst war. Eine ganz wichtige Funktion, und das wird auf Dauer noch so bleiben, ist natürlich auch die Tatsache, dass Menschen wissen wollen, wie die Staatssicherheit auf sie eingewirkt hat. Gerade im Bereich der Zersetzungsmaßnahmen zum Beispiel. Da hat die Staatssicherheit natürlich als Behörde alles akribisch dokumentiert. Da ist nicht irgendein Stasi-Mitarbeiter losgezogen und hat sich unterwegs gedacht, Mensch, komm Kumpel, wir machen mal heute das und das. Jede einzelne Aktion, und seien es zerstochene Reifen gewesen, seien es eine bewusste Störung am Arbeitsplatz, sodass der ständig Misserfolg hatte am Arbeitsplatz, ist vorher akribisch dokumentiert festgelegt worden. Das ging bis dahin, dass in den Wohnungen Uhren verstellt worden sind, Handtücher umgehängt worden sind, um die Menschen einfach zu verunsichern, dass sie plötzlich irgendwelche Lieferungen bekamen, die sie nicht bestellt hatten. Und das konnte durchaus sein, dass Freunde, Verwandte gesagt haben, Mensch, hör mal auf, das ist ja schon paranoid, was du da machst. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Menschen heute, in einem Akt, man könnte fast sagen, der Wiederaneignung der eigenen Biografie, deutlich machen zu können, dass das tatsächlich passiert war, dass das tatsächlich Stasi-Einfluss war, der da wirksam war. Dass sie sich nicht irgendwas eingebildet haben, dass sie nicht verrückt waren. Wenn die Staatssicherheit in einen Raum wollte, dann ist sie in den Raum gegangen. Wenn die Staatssicherheit die Kaderakten zu jemandem haben wollte, dann hat sie die bekommen. Da hat keiner gesagt, gebe ich dir nicht, oder er hat das nur einmal gesagt. Und das ist natürlich ganz wichtig zu zeigen, wie groß die Machtfülle ist und wie stark der Einzelne ausgeliefert ist. Natürlich auch, um zu sensibilisieren, wie vorsichtig man damit umgehen muss, wie man darauf achten muss, dass bestimmte Formen der Gewaltenteilung auch aufrechterhalten bleiben, auch in der Demokratie. Also lernen aus den Negativbeispielen in einer Diktatur und aufmerksam bleiben auch in einer Demokratie. Das sind, denke ich, ganz wichtige Faktoren.